Hallöchen Freunde, mein Name ist Blacky Widow und willkommen zurück zu einem neuen Video. Ja, ich melde mich mal wieder zurück. Das ist super schön, oder nicht? Ja, wir haben jetzt 1.41 Uhr, deswegen bin ich heute mal nicht so aufgedreht. Aber es gibt etwas, worüber ich reden möchte mit euch, und ich mache jetzt auch nicht extra irgendwie ein Video dazu, deswegen läuft jetzt irgendwas im Hintergrund. Ich weiß selber noch nicht mal, was da läuft, aber ist auch egal. Der Punkt ist einfach, dass warum momentan keine Videos kommen und so, ist, weil ich im Real Life etwas mit mir selber zu kämpfen habe. Ich denke mal, das wird sich aber alles legen und ich werde auch bald mal auf mich selber klarkommen. Viele in meinem privaten Umfeld wissen, worum es geht, und es ist halt einfach so eine Selbstfindephase und ich muss jetzt einfach mal wissen, was ich genau eigentlich selber will. Und ja, ich will nicht zu viel sagen, denn ich möchte mich gerade nicht so krass festlegen. Ich möchte einfach nur, dass ihr Bescheid wisst, dass es mir gut geht und dass ich ein paar wundervolle Tage hatte und die Zeit mit Tim echt mega mäßig genossen habe. Und Pinky war ja auch da, und vor kurzem war sie nochmal da, für 3 Tage, glaube ich. Und es war auch super schön und ablenkend und ja, ablenkend in der Hinsicht zu meinem Problem, was ich mit mir selber habe, und nicht was Skylacker betrifft. Die habe ich so gut wie, ja, die habe ich eigentlich gar nicht mehr im Kopf. Über sowas brauche ich halt auch nicht mehr nachdenken. Für mich hat sich das gegessen, erledigt, und ich muss das Thema auch nicht nochmal aufbringen. Also von daher vergessen wir das einfach. Und ich werde gucken, dass ich jetzt mal wieder so ein paar Kleinigkeiten bringe, auf jeden Fall, weil ich möchte euch, meine treuen Zuschauer, ja auch nicht so eiskalt einfach sitzen lassen. Ihr wart doch immer mega lieb zu mir und eure Kommentare waren immer sehr herzerwärmend, wo ich dann nachts da saß, und wenn ich dann mal Probleme hatte, wart ihr dann für mich da quasi als seelische Unterstützung und habt mir da super tolle aufbauende Sachen geschrieben. Dafür bin ich echt dankbar, gerade dafür, dass ich gerade fast erstmal 800 Abonnenten habe. Was für viele nicht viel ist, aber für mich ist das halt sau viel. Und ich habe das auch schon oft von YouTube-Kollegen gehört, dass es halt ultra krass ist, dass ich da, selbst wo die Abozahl halt noch so klein ist, so eine tolle unterstützende Community hat, die viel und gerne schreibt und bewertet und etc. und verfolgt und verbreitet. Das ist auch mega toll, ich bin da super stolz drauf und auch mega dankbar für. Und ich würde mich echt darüber freuen, wenn wir diese tolle Zeit einfach weiterführen könnten, egal was jetzt mit mir ist. Ich werde auf jeden Fall nach vorne schauen, Freunde, und ja, ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, also so ist das nicht. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall wieder mega auf eine schöne Zeit mit euch, und ihr wisst, meine Pausen, die dauern nicht immer allzu lange. Wenn sie da sind, dann sind sie halt etwas krass, so 1, 2, 3 Wochen vielleicht, aber ich komme immer wieder und ihr merkt das auch. Und ja, dann starten wir halt bald wieder durch und mal schauen, das wird alles wieder super schön. Auf jeden Fall, ich freue mich auf euch und ich wünsche euch einen super schönen Tag, und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Freunde. Haut rein, ciao!